Ich hätte Lust. Uah! Hat der Hase mich gerade erschrocken. Mach das nicht nochmal, du. Ich hätte Lust, eigentlich jetzt schon mal einen Abstecher nach Skellige zu machen. Joa, war ich hier schon mal? War da in so einer Höhle, war ich da noch nicht drin, oder? Doch, hier war es, glaube ich, mit den Panthern, ne? Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr so genau. War ich hier schon mal? Ich glaube, hier war ich schon mal. Vielleicht doch, doch nicht, ich habe keine Ahnung. Hier kann ich ja noch gar nicht gewesen sein. Das würde ja bedeuten, ich müsste hier oben schon mal gewesen sein, bei der Höhle und so weiter, und das war ich ja gar nicht. Ich glaube, ich laufe doch erst hier hin, weil das ist doch viel dichter dran. Und wenn da vielleicht nachher noch ein Schnellreiseschild ist, kann ich zur Not auch noch hier hinreisen. Oder gleich dahin. Mal gucken. So, neue Markierung jedenfalls. Doch, doch, hier war ich schon mal. So. Alter, was war das denn gerade? Oh, oh, oh. Ich sag, hier waren irgendwie die Panther oder sowas. Vielleicht auch ein Leopard, keine Ahnung. Auf alle Fälle ist jetzt totes Fleisch. Ich sage, die Kamera ist ein bisschen dichter dran. Ne? Vielleicht sollte ich sie mal im Kampf wieder rausmachen. Würde ja eigentlich auch reichen. Warte mal. Kampf. Ich hatte nahe Kampfkamera eingestellt. Ich nehme mal die hier. Dann gehen die Werte ja ein bisschen zurück. Gut, macht sich vielleicht besser dann. Zum Kämpfen ist es doch ein bisschen zu nah. Da sehe ich die Gegner nie. Wenn man erkundet, dann reicht es ja so, dann ist das ja okay. Fuß. Oh, ein Banditenlager. Uah! Hörst du auf da mit? Bist du verrückt? Oder was? Ja, tschüss. Ich hätte nicht gedacht, dass... Wow. Und ihr tut mir auch ein bisschen leid. Wirst du auch mit den Pfeilen auf mich zu schießen? So. Okay, das mit der Tonne hat ganz gut geklappt. Oh, eine lebt noch. Hey, na? Die Fußarbeit, die finden erstklassig. Du brennst. Du brennst. Guck mal, wie skrupellos Hexer sind. Die gucken zu, wie andere Leute verbrennen. Du wirst trotzdem sterben. Ach, tatsächlich. Warum glaube ich, dass du verbrennst? Der hat Angst, der rührt sich gar nicht mehr. Der hat sich bestimmt schon in seine Rüstung gemacht. Fußarbeit! Die finden! Erstklassig!
Der hat einen scheiß Tod gehabt, muss ich sagen. Der ist qualvoll gestorben. So, was haben die denn hier alles ausgeräumt? Wir beklauen die Diebe also. Goldring. Schwarze Rüstung. Sind die denn wirklich komplett schwarz? Dann habe ich das schon mal gemacht mit dem Pferd? Ich glaube, weiß ich gar nicht. Ein Schweinehaut geschriebenes Tagebuch. Tag 1. Philibert hat uns beauftragt, Nachschub von Barsenehof zu holen. Ich bin wie immer mit dem Großteil der Leute im Lager geblieben und habe einige losgeschickt, um mit dem Verwalter zu verhandeln. Hubert, kennt ihr ihn noch? Der Werwolf ist ein vernünftiger Kerl, hat uns noch nie Probleme beim Nachschub holen gemacht. Also sieht alles nach einer einfachen Aufgabe aus. Nichts verglichen mit der Jagd auf fliehenden Monstern oder dem Abfangen von Karawanen, die die Straße entlang kann. Hubert ist ja anscheinend nicht zurückgekommen vorhin. Ne, wir haben ja praktisch bloß seine Frau in der Höhle getötet. Vielleicht steht ja in dem Tagebuch jetzt drin, was mit Hubert passiert ist. Nikolai und Pablo Gaffe sind nicht zurückgekehrt. Das stinkt was zum Himmel. Und das sich nicht meine Schuhe. Ich übernehme das Kommando und führe meine Leute zum Hof, um zu sehen, was los ist. Wenn die Bauern auf Basane meinen Männern was getan haben, lege ich den Hof in Schutt und Asche. Das ist auch wieder so eine Logik, ne? Die Männer dürfen wahrscheinlich die Bauern da abschlachten, aber wenn die Bauern sich wehren, dann ist das wieder, darf man nicht, ne? Oh mein Gott. Der Hof ist zerstört, aber keine Spur von Pablo oder Nikolai. Wir haben nur zwei Landeier gefunden. Ich nehme sie zur Befragung mit ins Lager. Beide heulen wie verrückt und fassen was von einem Werwolf. Wenn sie sich im Käfig geschmort haben, sind sie vielleicht gesprächiger. Aber wo zum Teufel stecken meine Männer? Okay, die Geschichte scheint wohl noch nicht ganz geklärt zu sein. So, ist hier noch was? Jupp. So, das glaube ich war es denn hier aber. Ich laufe jetzt hier rüber. Das scheint nur ein kleines Dorf zu sein oder sowas. Eigentlich liegt doch hier noch was. Hier müssen noch zwei tote Männer, zwei Leichen liegen. Naja, sag doch. Eine liegt hier noch. Ja gut, hat jetzt nichts wirklich Tolles dabei gehabt, aber naja. Kann man ja auch nicht vorher wissen. Kann ich die Rüstung eigentlich gleich hier färben? Geht das eigentlich? Färbemittel für graue. Ach nu. Für weiße. Wie sieht denn weiß aus? Mal versuchen. Benutzen. Okay, weiße Handschuhe. Weiße Stiefel. Obwohl, nur rot. Schauen wir noch. Lila. Obwohl, das sieht gar nicht so schlecht aus. Mit lila. Ein Zähne. Ach, dafür was. Ach ja, gut. Grün. Nö. Was war das? Braun. Nö. Ist das hier schwarz gewesen? Grau. Habe ich die schwarz eingesammelt? Ich könnte schwören, ich habe schon mal schwarz eingesammelt. Ja, rosa. Ja, schon klar. Ja, rot, weiß ich nicht. Passt nicht.
Weiß, ne, auch nicht so recht. Ich könnte schwören, ich habe schon mal Schwarz eingesammelt, aber naja. Ich glaube, könnte sogar Schwarz, könnte sein, dass ich sogar schon mal Schwarz gefärbt habe. Ich weiß, ich habe das schon mal ausprobiert, aber es ist zu lange her. Oh, ja, eine Windmühle, eine Wassermühle. Ich muss doch mal wieder Skyrim spielen. Ich habe doch so viel zum Spielen. Ich weiß gar nicht, was zuerst spielen soll. Hopp. Oh oh. Oh oh. Tote Tiere, die einfach so rumliegen, ist kein gutes Zeichen. Verlassene Städte. Ah ja, ich sehe schon. Ich werde mal lieber schnell alles gleich mitnehmen, bevor die Bewohner zurückkommen nachher. Ja? Ja, nirgendwo kommt man hier rein. Das kotzt mich an. Ja! Na, wer bist denn du? Ey, ist das... Ist das Hubert? Das ist Hubert! Ich glaube, das war Hubert. Oh, alter Mann, wieder eine Knie kaputt und so. Ja, ausgeschlafen. So. Behauptet der Graf von sowieso endlich zu sein. Kann ich den Frieden Graf kriegen. Auf deine Gesundheit. Werwolf. Hier, Räumungsbefehl. Das war Hubert gerade. Wir haben gerade Hubert erledigt. Verdammt. Durch den vor kurzem erfolgten Kauf des Barsenehofs informiere ich Graf Tiffany, bla bla bla, keine Ahnung, wie die überall heißen, hier mit Herr und Frau Hubert und Giselle Dure, die derzeit besagten Hof bewohnen, dass sie verpflichtet sind, das Gelände innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt dieser Nachricht zu räumen. Sollte das nicht geschehen, wird die Angelegenheit an die entsprechende Vollzugsbehörde weitergeleitet. Dies ist eine rechtliche bindende Nachricht und wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung von Barsenehof ausgestellt, vom Gemeinderat Bouclair angefertigt. Mit freundlichem Gruß, Grafin Tiffany Boudel de Sacor. Ah ja, das war also Hubert. Tief im Wald, tief im dunklen Wald, das hilft, der braucht ja mir was zu trinken. Hier ist so Wasser, mehr als genug Wasser ist hier. Als ich vor das Spiel gestartet habe, habe ich mir nochmal kurz die Errungenschaften angeguckt. Man kann sich im Bouclair sogar einsperren lassen. Wie geht das denn? Hm. Dafür gibt es Errungenschaft. Wollte ich haben. Ist ja nicht so, dass mich Errungenschaften normalerweise interessieren, aber... Tief im dunklen Wald. Halt die Klappe. Schläft der Brau. Wenn du beide so ein scheiß Lied singst, dann schläfst du gleich für immer. Okay, ich reise mal hier hin, weil ich ganz gerne kurz die Quest machen würde. Untersuche den Kuhkadaver. Danach kann man ja immer noch die 3 Fragezeichen hier. Okay, sind doch noch ein paar mehr. Aber sind doch 2, 3 in diese Richtung. Ach, hier sind noch mehr. Okay, hier sind noch mehr. ist vollkommen egal, in welche Richtung ich reise nachher. So flitzt sie hin. Bring das Weingut in Schuss, das Anna Henrietta dir geschenkt hat. Hab ich doch schon. Ich glaube nicht, dass ich da noch was ausbauen kann. Das war echt teuer alles. Okay, Moment.
Ich weiß ja nie, was mich hier erwartet. Guten Tag. Ich sag's dir mit den Fäusten. Deine Eier werden's verstehen. Jo. Keiner, was er für ein Problem hat. Arbeitsstellen sind wie Frauen. Es kommen immer welche nach. Wenn du meinst. So, wir müssen hier runter, sehe ich gerade. Arbeitsstellen sind wie Frauen. Es kommen immer ja! welche nach. Ja! Ja. Das gefällt mir. Ich muss sagen, es ist natürlich schon ein bisschen geschummelt, weil ich habe eine Mod installiert, wodurch es keinen Fallschaden mehr gibt. Aber andererseits, er ist ein verdammter Hexe. Ne? Er hat übermenschliche Fähigkeiten. Er stolpert normalerweise von der kleinen Stufe und hat schon Fallschaden. Das hier ist doch viel realistischer für eine Hexe, dass er von da oben runterspringen kann und nichts ist. Deshalb habe ich das gemacht. Finde ich viel realistischer so. Normalerweise springt Geralt hier von so einem Tisch und bricht sich ein Bein. Ne? Deswegen habe ich das mal mit reingenommen. Weil ich das einfach sinnvoll erfand. Wie gesagt, ein Hexer, ne, sollte schon runterspringen können irgendwie, wenn man übermenschliche Fähigkeiten hat. Ja, hier ist der Typ wohl von einer Kuh erschlagen worden. Sieht echt gut aus, muss ich sagen. Was für ein beschissener Tod. Gut, wir untersuchen das mal. Das muss Emil sein. Die Arbeiter haben ihn erwähnt. Armer Kerl, hat richtig Pech gehabt. Tja, wo soll ich anfangen? Fang doch mal an bei den Wunden des Arbeiters. Etwas Schweres hat ihn erwischt. Er hat einen Schädelbruch. Etwas Schweres. Frische Fressspuren, Nekrophagen. Die haben ihn aber erst als Leiche erwischt. Bei der Leiche erfahre ich weiter nichts. Ja, dann guck dir doch mal die Verletzung der Kuh an. Starke Gewebetraumata. Wie nach einem Sturz aus großer Höhe. Was mit den Bisswunden? Der Bauch ist aufgeschlitzt. Kaum Blut. Sie war schon tot. Das Herz hat nicht mehr geschlagen. Bisswunden. Klein allerdings. Offenbar von Nekrophagen. Die haben das Fressen sicher sofort gewittert. Was kannst du denn zu den Stich- und den Hiebwunden von der Kuh sagen? Tiefe Klauenspuren. Die Breite deutet auf einen Drakoniden hin. Vermutlich ist es ein Wyvern. Aber die Todesursache sind sie nicht. Was würdest du denn als Unfallursache vermuten, Geralt? Jetzt habe ich es. Die Kuh ist gestorben, als sie aus großer Höhe auf dem Boden aufschlug. Der Drakonide muss sie fallen gelassen haben. Vermutlich ein junges Exemplar, dem die Kuh zu schwer war. Emil hatte Pech, dass er drunter stand. Das muss richtig viel Pech gewesen sein. Und dann ist da noch der Kran. Hat Geralt schon wieder irgendwas mit seinem Arm? Der läuft so komisch, sein rechter Arm. Ist bestimmt schon wieder eine alte Wunde noch. Das ist längst vergangene Zeit. Ist noch nicht ganz ausgeheilt. Komme ich von hier unten daran? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, da muss ich hoch. Hopp. 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 Blut. Das muss ganz schön gekracht haben. Der Drakonide hat die Kuh fallen gelassen, versucht den Flug zu stabilisieren und sich dabei verletzt. Gut, so müsste er einfach zu verfolgen sein. Ich wollte in die Höhle da unten. Hier war ich noch gar nicht drin, ich will auch mal gucken, was hier los ist. Guck mal hier hin. Jetzt hätte ich die stumpfe Meteoritenaxt übersehen. Die ich niemals verwenden werde. Und hier Meister Rüstungsreparaturset. Nickel erst. Urikalkum.
So. Dann geht's jetzt mit der Quest weiter. Naja, okay, ich hatte gar nicht damit auf. Oh, was macht er denn da? Ein Magier! So, hier geht's lang. Halt. Guck mal, hier haben wir schon was gefunden. Drakonidenblut. Ja. Winzige Spuren. Ich bin auf der richtigen Fährte. Ziemlich winzig, aber es könnte reichen, um ihn zu verfolgen. Er leckt sich seine Wunden hier irgendwo. Das war eine ziemlich starke Blutung. Die Wunde muss schwerer gewesen sein, als ich dachte. Aber wodurch ausgelöst? Okay. Riecht wie vergorene Maische. Der Drakonide muss mit einer Reihe in der Nähe überfallen. Oha. Bastard. Wie lange soll ich noch warten? Überraschung! Weg da! Hoho! Hat sogar besser geklappt, als ich dachte. Notizen des Schuhputzers. Was hat er denn für Notizen hinterlassen? Er hat echt viele Notizen hinterlassen. Muss das sein? Also sage ich dazu, Minister Tremblay, das ganze Sans-Retour-Tal ist überbewertet. Diese Weine, und ich fange lieber gar nicht mit dem Est-Est an. Seit sie diesen Wein in Massenproduktion herstellen, sollen sie ihn Etron-Etron nennen. Da er wirklich bessere Tage gesehen hat. Daraufhin sagt er, du hast recht. Ich habe den Cote Blechour auch immer lieber gemacht. Und ich habe keinen Bock zu lesen jetzt. Verdammt. Eine halbgefressene Leiche mit Brandspuren? Hm. Definitiv kein Wyvern. Es muss ein Schleimling sein. Die speien Feuer. Oh nein, nur noch ein Schleimling. Er ist auf dem Dach der Brennerei gelandet, hat Lärm und Chaos gemacht und ist weitergezogen. Ob er noch in der Nähe ist. Er könnte ja schon längst woanders sein. Krankenspuren. Hier ist er lang gekommen. Wohl zu müde zum Fliegen. War in schlechter Verfassung. Konnte kaum kriechen. Cool. Ey, die haben wir sonst immer nur vom Schloss gesehen, die Berge. Wie geil. Komme ich da auch noch hin? Muss ich mal versuchen gleich.
Ich werde mal kurz meine Energie hier aufladen. Meine Lebensenergie. Hier ist ein zweiter Drakonide gelandet. Ein größerer. Er hat auf den kleineren gewartet, dann sind sie zusammen weggeflogen. Sie müssten ja einfach zu verfolgen sein. Der kleinere hat freundlicherweise weitergeblutet. Kann aber sie vorhin geflogen sein. Sie sind zusammen weggeflogen. Wohl zum Nest. Ja, ich nehme an, das Nest wird da oben sein. Deshalb. Komm ich hier lang? Ich glaube nicht. Hier war ich doch auch schon mal. Oder nee, klar war ich. Oder war ich. War ich hier nicht schon mal? Könnte schwören, die war ich auch schon mal. Wusste ich's doch. Schleimlinge haben die Kühe geraubt. Und schon getötet. Vielleicht finde ich jetzt jemanden, der mich bezahlt. Gut, dass ich die Eier abgefackelt habe. Auf zur Belohnung. Sag ich doch, war ich schon mal. Das heißt, ich habe hier schon wieder irgendeine Quest vorweggenommen. Da hinten das Schloss. Geil. Alter, wie groß das überhaupt ist, ne? Das ganze Level hier, so als DLC. Von da hinten bin ich hier überall rumgelaufen, bis hier hinten hin. Total geil. Ja, nee, ich wusste doch, dass ich hier schon mal war. Gut, ich glaube nicht, dass ich hier noch was finden werde, oder? Außer vielleicht eine Zaunrübe. Und vielleicht Kartoffeln, wo wirst. Na gut, hol dir die Belohnung für das Aufklären ab. Ja, kein Thema. Ich will mal da versuchen, dahin zu laufen. Ich denke mal, hier wird gleich irgendwo eine Levelgrenze sein, glaube ich. Ah, da ist noch eine. Bewacht er hier noch was? Ist hier noch irgendwo was? Na gut, wenn ich schon mal hier bin, ne? Kann ich gleich da hinlaufen. Wow! Verlieren wir die Nerven? Oh. Scheiße! Boah, alter Schwede! Boah, die hat aber reingezogen! Der hat aber reingezogen! Alter Mann, Mann, Mann! Ich komm schon, ich brauch Schutzschild! Okay, der Gegner war richtig geil mit dieser Feuerexplosion. Fand ich echt gut. Muss mal ganz kurz meditieren, damit ich wieder die Dings auffüllen kann. So. Fix war Dreinhorn hier, war ein harter Kampf, ne? Nee, Erzählbares hier. Bisschen gegrilltes Schweinefleisch. Klar. Dazu ein paar Himbeeren, ein Bierchen und Kartoffeln. Kartoffeln sind immer lecker. Ich glaube nicht, dass das ausreicht hier, um alles aufzuladen. Was? Geralt, ein Bier? Hör auf mal, was ist los mit dir? Du bist wirklich alt.
Ey, alles, was ich gerade gegessen habe, ey, und Energie ist trotzdem nicht voll. Das ist echt Mist. Bisschen Fisch. Ein paar Böen. So.